Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Spezialvideo auf meinem Kanal True Crime Mini Dokus. Ich denke, die meisten meiner Zuschauer haben schon mal von dem Columbine High School Massaker gehört. Falls nicht, kein Problem, denn ich werde die Tat von Dylan Klebold und Eric Harris noch einmal erläutern. Das Unfassbare ist nicht nur, dass sie bei ihrer Tat 13 Menschen umgebracht und 24 Menschen teilweise schwer verletzt haben, sondern auch den Einfluss, den sie auf andere Amokläufer, die ähnliche Taten begangen haben, hatten und auch noch haben. Es gibt insgesamt mindestens 62 Täter, die nach dem 20. April 1999, dem Tag des Columbine High School Massakers, so fasziniert von den beiden Tätern waren, dass sie sich vor ihrer Tat intensiv mit ihnen befassten, sie in Abschiedsbriefen oder Videos nannten oder ihnen sogar ihre Tat widmeten. Darunter auch 4 deutsche Täter. Ich habe mir einige der 62 Täter rausgesucht und werde euch einen winzigen Einblick in ihr Leben und eine Zusammenfassung ihrer Tat geben. Dieses Video ist mit Abstand das aufwendigste Video, was ich hier auf meinem Kanal hochgeladen habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben könntet und falls neue Zuschauer auf diesem Kanal aufmerksam werden, würde ich mich über ein Abo freuen. Von nun an kommt wieder mindestens einmal die Woche ein Video, was sich mit dem Thema True Crime auseinandersetzt. Und nun kommen wir zum Columbine-Effekt. Eric Harris wurde am 9. April 1981 in Kansas geboren. Er hatte einen älteren Bruder und sein Vater arbeitete bei der US Air Force, was dazu führte, dass er in seiner Jugend und Kindheit häufig umziehen musste, da sein Vater regelmäßig umstationiert wurde. Im Jahr 1993 ließ sich dann die Familie in Littleton, Colorado nieder. Zu dem Zeitpunkt war Harris 12 Jahre alt. Im gleichen Alter lernte er auch Dylan Klebold kennen. Klebold wurde am 11. September 1981 in Lakewood, Colorado geboren. Er hingegen wuchs in Littleton, der Stadt, wo auch das Columbine High School Massaker stattfinden sollte, auf. Schon früh wurde bei ihm eine hohe Intelligenz festgestellt und von der Schule gefördert. Wie schon erwähnt, lernten die beiden sich im Jahr 1993 kennen. Sie besuchten gemeinsam die Ken Carley Middle School. Im Jahr 1995 wechselten sie dann auf die Columbine High School. Dort hatten sie einen gemeinsamen Freundeskreis, die sogenannte Trenchcoat Mafia. Der Name liegt dem zugrunde, dass die Mitglieder in der Schule regelmäßig dunkle Mäntel trugen. Von den meisten ihrer Mitschüler wurde die Gruppe nicht respektiert und oftmals angefeindet. Es kam hierbei oft zu Auseinandersetzungen mit den sogenannten Jocks. Die Jocks waren in den meisten Fällen Schüler, die in einer der zahlreichen Sportmannschaften der Columbine High School Spieler waren. Zudem trugen sie in den meisten Fällen weiße Mützen. Trotz ihres großen Freundeskreis verbrachten Harris und Klebold oft Zeit zu zweit. Am 30. Januar 1998 wurden sie zum ersten Mal polizeiauffällig. Sie brachen einen parkenden Van auf und stahlen Elektroteile. Die beiden flogen aber schnell auf, da sie mit den gestohlenen Elektroteilen noch in der Nähe des Tatorts von der Polizei untersucht wurden. Aufgrund ihres Alters von 17 Jahren wurde auf eine Gefängnisstrafe verzichtet. Die beiden mussten lediglich ein 12-monatiges Programm für jugendliche Erststraftäter durchführen, von dem sie beide aufgrund von guter Mitarbeit frühzeitig freigestellt wurden. Im Februar 1998, kurz nach dem Diebstahl, bedroht Harris einen ehemaligen Freund namens Brooks Brown und veröffentlichte dies auch auf seinem Online-Blog. Nachdem Brooks seinen Eltern davon erzählte, entschieden diese sich, die Polizei einzuschalten. Trotz der Blog-Einträge von Harris, die einen guten Einblick in seine Weltanschauung zeigten, blieb die Meldung bei der Polizei ohne Erfolg. Vielleicht hätte hier schon Schlimmeres verhindert werden können. In den hinterlassenen Tagebüchern der Täter wurde erstmals im Jahr 1998 von einem geplanten Amoklauf berichtet. Hierbei erwähnte Klebold dieses bereits im Februar 1998, während Harris dies im April 1998 tat. Somit ist klar, dass die Tat über ein Jahr geplant und vorbereitet wurde. Zur gleichen Zeit entstanden die sogenannten Basement Tapes. Diese Tapes zeigen die beiden Täter, wie sie in zu Hause gefilmten Videoaufnahmen beschreiben, warum und wie sie ihre Tat planen. Sie sprechen direkt zu den Zuschauern und versuchen hierbei, andere Täter zu inspirieren. Diese Aufnahmen wurden nur wenigen Menschen gezeigt, darunter die Eltern der Opfer sowie die Eltern der Täter. Die Basement-Tapes wurden von dem Rest der Öffentlichkeit ferngehalten und im Jahr 2011 laut Aussagen des FBIs zerstört,
Die Waffen, die die beiden beim Amoklauf verwendeten, besorgten sie sich über Privatpersonen mit Hilfe einer 18-jährigen Freundin, welche jedoch nicht in den Plan eingeweiht war. Bei den Waffen handelt es sich um 2 Schrotflinten und 2 Handfeuerwaffen. Die letzte Waffe, die sie sich organisierten, war eine Tech-9, eine halbautomatische Handfeuerwaffe. Der Kontakt zu dem Verkäufer kam über einen gemeinsamen Freund von Harris und Klebold zustande. Zudem existiert ein Video der 4, Klebold, Harris, dem gemeinsamen Freund und dem Verkäufer. Dies zeigt sie beim Testen der Waffe. Außerdem besaßen sie fast 100 selbstgebaute Sprengsätze, die sie beim Amoklauf verwenden wollten. Darunter Molotow-Cocktails, Rohrbomben sowie 3 Zeitzünderbomben. Am Morgen der Tat trafen sich Harris und Klebold bei Harris' Elternhaus, wo sie ein kurzes Abschiedsvideo aufnahmen und die Bomben scharf machten. Anschließend machten sich die beiden auf den Weg zu einem nahegelegenen Park, um dort eine Bombe mit Zeitzünder explodieren zu lassen, um nahegelegene Polizeibeamte dorthin zu locken. Von da aus machten sie sich auf den Weg zur Columbine High School. Um 11.14 Uhr betraten sie das Schulgebäude. Zur selben Zeit explodierte die Bombe im Park. In der Schule steuerten sie die Cafeteria an, wo sie mehrere Sporttaschen mit Bomben platzierten. Harris und Klebold planten ursprünglich, diese Bomben 3 Minuten später explodieren zu lassen, um das Dach der Cafeteria zum Einsturz zu bringen und die fliehenden Schüler sowie Lehrer mit ihren Waffen hinrichten zu können. Jedoch zündeten die platzierten Bomben nicht und sie entschieden, spontan ihren Plan zu ändern. Da sie an ihren Autos auf die Explosion gewartet hatten, bewaffneten sie sich schlussendlich und machten sich auf den Weg zum Westeingang der Schule. Um 11.19 Uhr eröffneten sie das Feuer auf die ersten Schüler. Unter den ersten Opfern waren 2 17-Jährige, Richard Castaldo und Rachel Jo Scott. Rachel wurde von 4 Kugeln tödlich getroffen. Richard wurde 8-mal getroffen, überlebte allerdings und ist bis zum heutigen Tag querschnittsgelähmt. Auf dem Weg zur Cafeteria trafen Klebold und Harris auf Daniel Lee Warbord, 15 Jahre alt. Sean Graves, ebenfalls 15, und Lance Kirkland, 16 Jahre alt. Auf Daniel wurde 3-mal geschossen und er verstarb noch an Ort und Stelle. Sean und Lance überlebten beide den Angriff, obwohl Lance mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen wurde. Unter weiteren Opfern zählen die 15-jährige Michelle Johnson, der ebenfalls 15 Jahre alte Mark Taylor und die 16 Jahre alte Anne Marie Hochhalter. Diese 3 Schüler überlebten den Angriff. Anne-Marie sah keine Möglichkeit zu flüchten und stellte sich, nachdem sie angeschossen wurde, tot und konnte später fliehen. Vor dem Eingang des Gebäudes sah die 35 Jahre alte Lehrerin Patricia Nielsen Harris und Klebold mit ihren Waffen in der Hand. Als sie sich auf dem Weg zur Tür machen wollte, zerschoss Harris die Glastür und verletzte Patricia mit einem Streifschuss. Die Lehrerin schaffte es, sich in die Bibliothek zu flüchten, wo sie den dort befindlichen Schülern befahl, sich unter den Tischen zu verstecken. Von dort aus alarmierte die Lehrerin die Polizei. Im Gebäude angekommen, warf Klebold einen kurzen Blick in die Cafeteria, die bereits von dem Lehrer Dave Sanders zum Großteil evakuiert wurde. Um 11.24 Uhr traf der erste Streifenwagen ein. Es folgte ein kurzer Schusswechsel zwischen dem Polizeibeamten und den Amokläufern. Bei diesem Aufeinandertreffen wurde allerdings keine der beiden Parteien verletzt. Im Anschluss ging es für die beiden Täter weiter durch die Gänge der Schule, wo sie Brian Anderson und Stephanie Monzo, beide 16 Jahre alt, anschossen. Der Lehrer Dave Sanders, der die Cafeteria bereits evakuierte, wurde beim Versuch, weitere Schüler im Schulgebäude zu warnen, von den Tätern gesehen und angeschossen. Er konnte noch in ein Klassenzimmer gezogen werden, wo Schüler im Anschluss die Tür verbarrikadierten. Allerdings verstarb Dave Sanders einige Stunden später an dem immensen Blutverlust, den er erlitten hatte. Bei dem Durchlaufen der Flure warfen die beiden Täter immer wieder Rohrbomben und schossen auf verschlossene Türen. Um 11.29 Uhr betraten sie schließlich die Bibliothek. Dort hielten sie sich 6 Minuten auf. Sie verletzten 12 Menschen und töteten 11 weitere. Sie riefen in den Raum, dass die Jocks unter den Tischen hervorkommen sollen. Als allerdings keiner der Aufforderung folgte, schossen sie scheinbar wahllos unter die Tische. Dabei verhöhnten und beleidigten sie permanent ihre Opfer. Zudem warfen sie Rohrbomben durch die Bibliothek. Bei einem Schuss aus kürzester Distanz auf Cassie Barnell brach sich Harris durch den Rückstoß der Schrotflinte die Nase.
Zeugen, die den Angriff überlebt hatten, berichteten davon, dass Harris, nachdem er die Waffe ins Gesicht bekommen hatte, benommen wirkte. Der Schüler John Savage, der sich zu dem Zeitpunkt auch unter einem der Tische in der Bibliothek befand, wurde als einziger von den beiden gezielt verschont. John und Klebold kannten sich aus der Theatergruppe. Nach einem kurzen Dialog zwischen ihnen, der damit endete, dass Klebold John sagte, dass er ihn am Leben lassen würde. John rannte danach so schnell er konnte aus der Schule. Um 11.36 Uhr verließen die beiden Täter die Bibliothek. Sie gingen planlos durch die Flure, ohne auf weitere Menschen zu schießen. Einige Zeugen berichten, dass sie, als sie sich in den Klassenzimmern befanden, Blickkontakt mit Harris und Klebold hatten, diese aber nicht auf sie schossen. Stattdessen schossen sie in leere Klassenräume. Um 11.44 Uhr ist auf einer Überwachungskamera zu sehen, wie die beiden erneut die Cafeteria betraten. Sie versuchten, die fehlgeschlagenen Bomben durch Schüsse noch zum Explodieren zu bringen. Als dies allerdings fehlschlug, warfen sie einen Molotow-Cocktail in die Cafeteria, welcher sofort die Sprenkleranlage auslöste. Harris und Klebold machten sich erneut auf den Weg zur Bibliothek. An einem Fenster hatten sie erneut einen kurzen Schusswechsel mit der Polizei, bei dem wieder keine der beiden Parteien verletzt wurde. Sie warfen noch einen Molotow-Cocktail in die Bibliothek und nahmen sich anschließend selber das Leben. Aufgrund der Position der Leichen gehen die Ermittler davon aus, dass Eric Harris sich als erstes umgebracht hatte. Der leitende FBI-Psychologe, der sich mit Eric Harris und Dylan Klebold befasste, erklärte, dass Harris diesen Amoklauf durchführte, um möglichst viele Menschen zu töten und es ihm egal war, ob er sterben würde. Klebold hingegen war es egal, wie viele Menschen sterben würden. Ihm war es nur wichtig, am Ende selber zu sterben. Durch die Aufzeichnung der Tagebücher und den sogenannten Basement Tapes konnten FBI-Mitarbeiter ein psychologisches Profil der beiden erstellen. So heißt es bei Harris, er sei ein Psychopath gewesen, der viele Kriterien der Psychopathie-Checklist erfüllte. Manipulativ, empathielos, oberflächlich, charmant und ein Lügner. Es ist natürlich anzumerken, dass diese Diagnose nach dem Tod durchgeführt wurde und somit nicht als Fakt gilt. Es gibt andere Experten, die davon ausgehen, dass es sich bei Eric Harris um einen bösartigen Narzisst gehandelt hat, der seine sadistische Art schon in seinen Tagebüchern beschrieben hat, indem er über Vergewaltigungsfantasien und Folter schrieb. Er habe zu narzisstischen Größenwahn geneigt. Dies konnte man daran sehen, dass er den Amoklauf vor der Tat zum Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg verglich. Dylan Klebold hingegen wird oft als Mitläufer von Eric Harris beschrieben. In den Basement Tapes tritt Klebold zwar laut und zornig auf, scheint aber immer wieder die Bestätigung von Harris zu suchen. Klebold erfüllt auch nicht die Checkliste eines Psychopathen, da er in seinen Tagebüchern immer wieder von Schuldgefühlen, Reue und Scham schrieb und sich auch bei seinen Eltern im Vorfeld für seine Tat entschuldigte. Er war laut eigenen Aussagen depressiv und suchte Linderung im Alkohol. Experten gehen davon aus, dass seine Depression in Selbsthass und schließlich in Wut und Hass auf die gesamte Menschheit umgeschlagen sind. Die mediale Auswirkung der Tat war gigantisch. Das Columbine High School Shooting war in den 1990er Jahren das zweitmeist berichtete Thema überhaupt. Nach Umfragen im Jahr 1999 gaben 92% der befragten US-Bürger an, sich mit dem Thema und der Berichterstattung zu beschäftigen. Auch Künstler wie Eminem oder Marilyn Manson thematisierten die Geschehnisse in Songs. Es wurden Dutzende Filme und Dokumentationen zu den zwei Tätern und der Tat produziert. Wie bereits im Intro erwähnt, gibt es mindestens 62 Täter, die sich auf die unterschiedlichste Art und Weise mit Eric Harris und Dylan Klebold auseinandergesetzt haben. Bei einigen war es vielleicht nur eine intensive Recherche, andere hingegen versuchten teilweise die Tat 1:1 nachzustellen. Martin P. wurde am 11. August 1983 vermutlich in Bad Reichenhall geboren. Am Tag des Amoklaufs, dem 1. November 1999, war er gerade einmal 16 Jahre alt. Nach seinem Schulabschluss begann er eine Ausbildung zum Schlosser. In seiner Schullaufbahn ist er nie durch Gewaltbereitschaft aufgefallen. Er war eher ein Einzelgänger, der laut einigen Quellen regelmäßig von Mitschülern Sprüche abbekommen hat. Aus einigen Quellen geht heraus, dass er einige Zeit vor dem Amoklauf aufgrund von Nazi-Symbolen in einem Schulheft für eine gewisse Zeit der Schule verwiesen wurde.
Zudem war er ein Waffennarr, der regelmäßig Waffenzeitschriften kaufte. Sein Vater war ebenfalls von Waffen fasziniert. Pays Vater besaß mehrere Pistolen, Revolver und Gewehre. Pay erzählte seinen Mitschülern, dass er regelmäßig in den Wald gehen würde, um dort Jagd auf Vögel zu machen. Zudem habe er auch regelmäßig mit seinem Vater in der Garage geschossen. Ein Tag vor dem Amoklauf soll er zu einem Mitschüler gesagt haben, dass die Tat von Harris und Klebold vom 20. April 1999 verrückt gewesen wäre und dass sie auch so etwas tun sollten. Am 1. November 1999 war P. alleine zu Hause, da seine Eltern am Feiertag Allerheiligen das Grab seiner Großmutter besuchten. P. hatte zu Hause auf die Rückkehr von seiner 18-jährigen Schwester gewartet, die in dem ca. 50 Meter entfernten Krankenhaus arbeitete und gegen 12 Uhr ihre Schicht beendete. Was genau bei dem Aufeinandertreffen der beiden im gemeinsamen Elternhaus passierte, lässt sich nicht mehr sagen. Fakt ist allerdings, dass seine Schwester mit 5 Schüssen regelrecht hingerichtet wurde. Anschließend schoss er aus 2 Fenstern des Elternhauses auf Passanten und seine Nachbarn, sowie auf Patienten des nahegelegenen Krankenhauses. Dabei tötete er seine Nachbarn und einen Patienten des Krankenhauses. Zudem verletzte er 7 weitere Personen. Nach der Tat erschoss er die Familienkatze, setzte sich in die Badewanne und schoss sich mit einer Schrotflinte selber in den Kopf. Bei den Ermittlungen nach der Tat fand man ein riesiges Nazi-Symbol an der Decke seines Kinderzimmers. Die Polizei fand keinen Abschiedsbrief oder ähnliches. Trotzdem wird davon ausgegangen, dass der Akt geplant war. Durch den kurzen Zeitabstand zu dem Columbine High School Massaker wurde von den Medien sehr schnell eine Verbindung zu diesem gezogen. Vor allem, weil er einen Mitschüler zuvor auf die beiden Täter ansprach. Robert S. wurde am 22. Januar 1983 in Erfurt geboren. Nachdem er die Grundschule beendete, erhielt er eine Empfehlung für die Realschule. Nach einiger Zeit auf dieser ließen ihn seine Eltern auf das Gutenberg-Gymnasium in Erfurt versetzen, wo auch die Horrortat stattfinden sollte. In der Schule zählte er zu den Außenseitern, der keine richtigen Freunde hatte, eher ein Mitläufer. Auch in seinem Handballverein war er nicht besonders beliebt. Seine schulischen Leistungen waren miserabel. Anfang Oktober 2001 wird er dann wegen einem schlecht gefälschten ärztlichen Attest der Schule verwiesen, was dazu führte, dass er keinen Schulabschluss erhielt. Zu Hause ließ er seine Eltern allerdings im Glauben, dass er noch regelmäßig die Schule besuchte. Im selben Monat, nur wenige Tage später, am 18. Oktober 2001, erhält S. eine Waffenbesitzkarte. Er hat die angeforderten Stunden Schießübungen absolviert und war nun in der Lage, legal Waffen zu kaufen. Was er auch tat. So besorgte er sich für den Amoklauf eine 9mm Glock 17, eine halbautomatische Pistole und eine Schrotflinte. Er ließ seine Eltern 6 Monate in dem Glauben, sein Leben ganz normal weiterzuführen, bis er dann am 26. April 2002 um 10.45 Uhr mit einer Sporttasche, in welcher sich Waffen und Munition befand, das Schulgebäude betrat und sich direkt auf dem Weg zur Toilette machte. Dort angekommen, bereitet er seine Waffen vor und setzt sich eine Sturmhaube auf. Anschließend macht er sich auf den Weg, gezielt die Jagd auf das Schulpersonal zu machen. Als erstes betrat er das Sekretariat. Dort erschoss er 2 Menschen, die Sekretärin der Schule sowie die stellvertretende Schuldirektorin. Danach begab sich S. in den ersten Stock. Dort erschoss er 3 Lehrer. In einem Fall betrat er das Klassenzimmer, wo er vor den Augen der Schüler seine Lehrerin regelrecht exekutierte. Im zweiten Stock angekommen, betrat S. mehrere Klassenzimmer. Sobald er eine Lehrerin oder einen Lehrer erkannte, eröffnete er sofort das Feuer. Im Raum 208, in dem sich auch eine Lehrerin befand, welche allerdings von der Größe und dem Auftreten der Schüler ähnelte, gab er vorerst keinen Schuss ab. Im dritten Stock angekommen, verschonte S. zum ersten Mal eine Lehrerin, die er auch als diese wahrnahm. S. hatte seine Bluttat allerdings noch nicht beendet. So erschoss er im dritten Stock eine weitere Lehrerin auf dem Flur und eine Referendarin in einem Klassenzimmer. Im Obergeschoss angekommen, waren die meisten Türen bereits verschlossen. Eine Lehrerin versuchte im Obergeschoss über den Flur zu fliehen. Als sie S. bemerkte, allerdings hatte sie keine Chance. Sie wurde erst nieder und dann am Boden liegend erschossen. Danach ging er zurück in den zweiten Stock.
Als ob er es mitbekommen hätte, machte er sich direkt auf den Weg zu Raum 208, wo sich die Lehrerin befand, die er scheinbar vorher nicht erkannt hatte. Hier schoss S 8-mal durch die Tür, wobei er 2 Schüler tödlich traf. Nachdem er wahllos auf die Tür geschossen hatte, ging er in Richtung des Hofs, wo er eine weitere Lehrerin, die sich um die Evakuierung der Schüler kümmerte, erschoss. Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt traf die Polizei ein und lieferte sich einen kurzen Schusswechsel. S rannte zurück in das Schulgebäude. Dort ging er in den Flur des ersten Stocks und erschoss von da einen Polizeibeamten, der gerade die Schule betreten wollte. Ein Lehrer, der S erkannte, da er bereits seine Sturmhaube abgenommen hatte, sagte zu ihm: "Du kannst mich jetzt erschießen." S senkte allerdings seine Waffe und sagte ihm: "Für heute reicht's." Der Lehrer konnte S überzeugen, mit ihm einen Raum zu betreten, um dort sprechen zu können. Als S vorging, stieß der Lehrer ihn in den Raum und verschloss die Tür. Einige Zeit danach war noch ein einzelner Schuss zu hören. Robert S. schoss sich selbst in den Kopf. Bei der Tat wurden 16 Menschen getötet, darunter 13 Schulangestellte, 2 Schüler und ein Polizist. Die Ermittlungen stellten fest, dass Robert S. auf seinem Computer Recherche zum Amoklauf an der Columbine High School betrieb. Zudem fand man Bilder auf seiner Festplatte der beiden Täter. Sebastian B. wurde am 29. April 1988 geboren. Über seine Kindheit und sein Elternhaus ist nicht viel bekannt. Außer, dass er immer wieder in seinen Tagebüchern und zum Beispiel in seinem Abschiedsbrief betont, wie sehr er seine Familie liebt und dass es ihm leid tut, was nach dem Amoklauf auf sie zukommen würde. Er ging bis zum Jahr 2006 zur Geschwister-Scholl-Realschule, wo auch der Amoklauf stattfinden sollte. In Schriftstücken und Videos, die er vor der Tat anfertigte, gab er an, immer wieder gemobbt worden zu sein, da er sich nicht anpassen wollte. Eine alte Mitschülerin gab in einem Interview bekannt, dass B keine Freunde hatte und als Psycho der Klasse bekannt war, mit dem man nichts zu tun haben wollte. B suchte 2,5 Jahre vor seiner Tat in Internetforen Hilfe und beschrieb dort seine Probleme. Dort erwähnt er bereits, dass er einen Amoklauf in Betracht ziehen würde. In den Medien wurde B häufig als waffennah und Außenseiter dargestellt. Einige Zeit vor der Tat besorgte B sich ein Luftgewehr und eine Handfeuerwaffe. Zudem baute er einige Bomben und Rauchgranaten. Am 20. November 2006 um ca. 9.20 Uhr betrat B dann mit einem schwarzen Mantel und Gasmaske bekleidet das Schulgelände. Kurz darauf gab er die ersten Schüsse ab. Zudem warf er Rauchgranaten um sich. Dabei wurde ein Hausmeister der Schule von einer Kugel im Bauch getroffen. Eine Lehrerin bekam eine Rauchgranate ins Gesicht. Anschließend stürmte er die Schule. Dort schoss er weiter um sich und verletzte dabei 4 Schüler. Die Polizei, die schnell vor Ort war, sicherte die Fluchtwege. Um 9.58 Uhr dann stürmte eine Spezialeinheit der Polizei das Gebäude. Um 10.36 Uhr wurde Sebastian B. im 2. Stock der Schule tot aufgefunden. Er hat sich selbst in den Mund geschossen. Bei dem gesamten Amoklauf wurden 22 Menschen verletzt. Bis auf der Täter ist aber keine Person ums Leben gekommen. Nach seinem Tod drehten die Ermittler das Leben von B. auf links und fanden heraus, dass B. fasziniert von Klebold und Harris war. Besonders mit Harris konnte er sich identifizieren. So schrieb er unter anderem in sein Tagebuch: "Eric Harris ist Gott, da gibt es keinen Zweifel. Es ist erschreckend, wie ähnlich Eric mir war. Manchmal kommt es mir so vor, als würde ich sein Leben noch einmal leben. Als wenn sich alles nochmal wiederholen würde." Zudem stellte er vor seiner Tat Videos ins Internet, wo er seine Motivation zum Amoklauf preisgab. Tim K. wurde am 26. Juli 1991 geboren. Er wuchs in einem behüteten Elternhaus auf. Im Jahr 2008 dann beendete er seine Schule. Allerdings, aufgrund von schlechten Noten, fand er vorerst keine Ausbildung. So ging er auf ein privates Berufskolleg, um sich im nächsten Jahr auf eine kaufmännische Ausbildung vorzubereiten. In seiner Jugend spielte er Tischtennis. Er war talentiert und hatte den Traum, Profi zu werden. Allerdings, so berichtet der ehemalige Trainer von K., habe er Probleme gehabt, seine Wut unter Kontrolle zu haben. Es kam nicht selten vor, dass er den Schläger nach einer Niederlage wegwarf, seinen Gegner beleidigte oder einen richtigen Wutanfall bekam. Umso älter er wurde, umso weniger nahm er am Sozialleben teil. Ehemalige Freunde beschreiben K. als einsam und frustriert, der sich von der Gesellschaft abgelehnt fühlte. Im Jahr 2008 dann
fing er an, sich psychische Hilfe zu suchen. So hatte er vom April bis September 2008 5 Termine, um sich behandeln zu lassen. Anschließend wurde K. geraten, sich weiter behandeln zu lassen. Dies ignorierte er allerdings. Am Morgen des 11. März 2009 um 9.30 Uhr begab sich K., bewaffnet mit einer Pistole seines Vaters, zur Albert-Will-Realschule. Die Schule, die er noch bis zum Jahr 2008 besuchte. Die Polizei rekonstruiert den Tathergang so. K. ging in das erste Obergeschoss. Dort betrat er insgesamt 3 Unterrichtsräume und schoss dort auf die anwesenden Schüler und Lehrer. Dabei wurden insgesamt 6 Schülerinnen und eine Lehrerin getötet. Die Polizei, die schnell vor Ort war, konnte scheinbar durch ihr schnelles Eingreifen den Amoklauf unterbrechen. Als K. die Beamten sieht, eröffnet er sofort das Feuer. Anschließend flüchtet er aus dem Schulgebäude. Bei der Flucht durch das Gebäude erschoss er noch 4 weitere Menschen, 2 Lehrerinnen und 2 Schülerinnen. Als er draußen ankam, machte er sich zu Fuß auf dem Weg zu einem nahegelegenen Krankenhaus. Auf dem Weg erschoss er eine weitere Person. Anschließend setzte er sich auf die Rückbank eines vor dem Krankenhaus wartenden Autos. Er bedrohte den Fahrer mit seiner Waffe und zwang ihn loszufahren. So begann eine 2-stündige Geiselnahme. Die Polizei wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, wo sich K. befindet. Die Geiselnahme, die zum großen Teil über Bundesstraßen und Autobahnen führte, wurde durch den Fahrer selbst beendet. Als er einen stehenden Streifenwagen bei der Ausfahrt auf die A8 sah, lenkte er den Wagen auf den Grünstreifen und sprang aus dem Auto. Er rannte so schnell er konnte zum stehenden Polizeiwagen. Als der Fluchtfahrer erklärte, was vor sich ging, machte die Polizei sich sofort auf den Weg. K. war allerdings schon weg, er setzte seine Flucht zu Fuß fort. Er floh in ein Industriegebiet. Dort ging er in ein Autohaus und bedrohte den Verkäufer. Als dieser Verkäufer in einem unbeobachteten Moment fliehen konnte, erschoss K. einen weiteren Verkäufer des Autohauses und seinen Kunden. Insgesamt wurden die beiden Männer mit 13 Kugeln erschossen. Danach verließ er das Autohaus und schoss auf vorbeifahrende Autos. Als die Polizei eintraf, begann sofort ein Schusswechsel. K. wurde dabei in die Beine getroffen. Er schaffte es noch, sich auf den Hinterhof einer Nachbarfirma des Autohauses zu flüchten. Dort schoss er sich dann selbst in den Kopf. Bei dem Amoklauf wurden vom Täter insgesamt 112 Schüsse abgegeben. 15 Menschen wurden getötet, darunter 9 Jugendliche. 9 weitere wurden verletzt. K. hatte sich vor der Tat intensiv mit dem Amoklauf von Columbine beschäftigt. Wladislav Rosliakov wurde am 2. Mai 2000 auf der Halbinsel Krim geboren und war bei dem Amoklauf 18 Jahre alt. Seine Eltern trennten sich, als er 10 Jahre alt war, da sein Vater nach einer erlittenen Kopfverletzung sein Verhalten änderte und seiner Mutter sowie ihm immer wieder gewalttätig gegenüber wurde. Er und seine Mutter zogen aus und lebten von nun an zu zweit in einer kleinen Wohnung. Seine schulischen Leistungen waren immer gut. Er war zwar als Klassenclown bekannt, allerdings nie frech oder unverschämt seinen Lehrern gegenüber. Dennoch gibt es einen Vorfall, bei dem Rosliakov sich in der Schule betrunken hatte und von einem Krankenwagen abgeholt werden musste. Nachdem er seinen Schulabschluss gemacht hatte, wechselte er auf das Kirch Polytech College, eine Art Berufsschule. Im Alter von 16 entwickelte er ein Interesse für Massen- und Serienmörder. Zudem wurde durch Mitschüler bekannt, dass er selbst kaum Wert auf sein Leben legte. Er sagte einem Mitschüler, dass er nach seiner Ausbildung zur Armee gehen würde, um dort an der Front zu kämpfen, da ihm an seinem eigenen Leben nichts liegen würde und er so wenigstens etwas Gutes für sein Land tun würde. Im Juli 2018 machte er einen Waffenschein und kaufte sich eine Schrotflinte gegen den Willen seiner Mutter. Zudem erklärte er ungefähr zur gleichen Zeit seinen Mitschülern, dass er Bomben bauen könnte, und zeigte ihnen sogar die Seiten im Internet, wo man eine genaue Bauanleitung finden konnte. Auf der Überwachungskamera des Waffenladens, in welchen er schon die Schrotflinte gekauft hatte, ist zu sehen, wie er 4 Tage vor der Tat 150 Schuss Munition für seine Schrotflinte kauft. Kurz vor seiner Tat lernte er ein Mädchen kennen, die auf die gleiche Schule ging wie er. Nachdem die beiden eine gewisse Zeit miteinander geschrieben hatten, trafen sie sich. Von nun an gingen sie den Heimweg zusammen, da sie nicht weit weg voneinander gewohnt hatten. Am 12. Oktober 2018, einen Tag vor dem Amoklauf, sagte Rosliakov ihr, dass sie sich woanders treffen würden und nicht wie gewohnt am Haupteingang.
Bevor er bei der Schule ankam, ging er in ein abgelegenes Gebiet, an dem sich eine Hausruine befand. Dort verbrannte er persönliche Gegenstände und Teile seines Computers. Auf Überwachungskamerabildern der Schule ist zu sehen, wie er um 11.45 Uhr das Schulgebäude betritt. Kurz danach beginnt der Angriff. Auch auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine große Bombe in der Cafeteria hochgeht. Anschließend geht Rosiakow, so hart wie es sich anhört, auf Menschenjagd. Er geht scheinbar planlos durch die Gänge der Schule und schießt auf alles, was ihm in den Weg kommt. Nachdem er keine menschlichen Ziele mehr hat, geht er in die verschiedenen Klassenräume und schießt dort auf Computermonitor, Türen und Feuerlöscher. Der gesamte Amoklauf geht ca. 15 Minuten. Bei dem Angriff werden 21 Menschen getötet und 70 verletzt. Unter den Getöteten sind 5 Lehrer und 16 Schüler. 14 der getöteten 16 Schüler sind noch unter 18 Jahre. Nachdem er so viel Schaden angerichtet hatte, wie er konnte, ging er in die Bibliothek der Schule. Und ganz nach seinem Vorbild Eric Harris schießt er sich mit einer Schrotflinte in den Kopf. In einem sozialen Netzwerk, wo er sich mit seinem echten Namen registriert hatte, verlinkte er einen Tumblr-Blog, der Eric Harris und Dylan Klebold gewidmet war. In diesem Blog werden die beiden Täter wie Helden gefeiert. Zudem nannte er sich im Internet Wodka, ein Nickname, den auch Dylan Klebold nutzte. Auch die Kleidung, die Rosiakow an dem Tag des Amoklaufs trug, ist eine deutliche Hommage an Harris, denn auch Rosiakow trug ein T-Shirt mit dem Schriftzug Natürliche Selektion. Quasi hatte Rosiakow versucht, den Amoklauf von der Columbine High School zu wiederholen. Im Gegensatz zu den Originaltätern ging seine Bombe leider in der Cafeteria hoch. Über Randy Stair habe ich bereits ein Video auf meinem Kanal gemacht. Dennoch finde ich es wichtig, Stair hier noch einmal zu erwähnen. Alleine aus dem Grund, dass ich in meinem Video nie seine Verbindung zu den Tätern des Columbine High School Massakers angesprochen habe. Randy Stair wurde am 17. September 1992 in Dallas, Pennsylvania geboren. Seine Kindheit verlief im Großen und Ganzen relativ normal. In seiner Jugend eröffnete er einen YouTube-Kanal, mit dem er für die damaligen Verhältnisse eine relativ große Zuschauerschaft anziehen konnte. Allerdings im Jahr 2014, im Alter von 22 Jahren, änderte er sein Content. Er erschuf den Ember's Ghost Squad, eine animierte Serie, die sich auf einen Nebencharakter aus der Kinderserie Danny Phantom bezog. In Videos, die nach seinem Amoklauf gefunden wurden, beschreibt er seine Verbindung zu seinen erfundenen Charakteren. Auch in diesen Videos beschreibt er, was er denkt, was nach dem Tod passieren würde. Nämlich, dass er sich in eine Zeichentrickfigur verwandeln würde. Da ich auf gar keinen Fall in diesem Video auf die gesamte Geschichte von Randy Stair eingehen kann, empfehle ich euch entweder mein Video oder eins der anderen Videos zu Randy Stair auf YouTube zu schauen. Das letzte Video, welches auf seinen YouTube-Kanal hochgeladen wurde, war das Westboro High School Massacre / Goodbye. Ein unglaublich geschmackloses Musikvideo, wo er selbst und andere Charaktere aus seiner Zeichentrickserie als animierte Figuren dargestellt einen Amoklauf an seiner alten Schule begehen. Dieses Video wurde nur kurz vor dem echten Amoklauf veröffentlicht. Am 7. Juni 2017, gegen 23 Uhr abends, betrat Stair den Weiss Supermarkt, wo er hauptberuflich arbeitete, um dort seine Nachtschicht anzutreten. Zuvor hatte er die Notausgänge des Gebäudes mit Europaletten von außen blockiert. Nachdem er circa eine Stunde arbeitete, machte er sich auf den Weg zur Umkleide, um dort seinen Rucksack mit seinen 2 mitgebrachten Schrotflinten zu holen. Er ging zu dem Haupteingang des Supermarkts, verschloss die Tür und machte Jagd auf seine Arbeitskollegen. Die 4. Arbeitskollegin, die durch extrem laute Musik, die sie über Kopfhörer hörte, nicht mitbekam, was vor sich ging, ließ er am Leben. Obwohl auf Überwachungskamerabildern zu sehen ist, wie er mindestens 5 Sekunden unbemerkt hinter ihr stand. Warum er diese Arbeitskollegin am Leben ließ, ist bis heute nicht bekannt. Anschließend ging Stair weiter durch den Laden und schoss auf alle möglichen Gegenstände, bis er sich um 1.01 Uhr in einem Gang des Supermarkts selbst in den Kopf schoss. Als die überlebende Mitarbeiterin mitbekam, was passierte, flüchtete sie aus dem Laden und verständigte die Polizei. Bei diesem Amoklauf sind 3 unschuldige Menschen gestorben. Nach seinem Tod fand man die sogenannten Suicide Tapes. Eine Ansammlung von Videomaterial, in dem Stair sein Motiv erklärt. In einem der Videos spricht er über das Columbine High School Massacre. Er berichtet in einem 1 Stunden, 11 Minuten langen Monolog darüber, wie die beiden Täter sein Leben beeinflusst haben. Unter anderem stellt er sich selbst die Frage, was wohl passiert wäre, wenn er sich mit den beiden Tätern auseinandergesetzt hätte, als er noch zur Schule ging.
Darian Marcus Aguilar wurde am 4. Januar 1995 in Colorado in den USA geboren. Wenige Momente vor dem Amoklauf postete er auf Tumblr: Ich muss das tun, heute ist der Tag. An früheren Tagen bin ich aufgewacht und hatte Angst und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Heute hatte ich es nicht. Ich bin aufgewacht und fühlte rein gar nichts. Kein Mitgefühl, keine Sympathie. Ich bin frei, aber vielleicht auch nicht. Mich könnte es nicht weniger interessieren. Doch wer ist Darian Aguilar? Ein Mann, der ein Einkaufszentrum betritt und wahllos zwei Menschen erschießt und danach sich selbst. Über seine Kindheit ist so gut wie gar nichts bekannt. Über seine Zeit in der Schule aber schon eher. Ein ehemaliger Mitschüler beschreibt ihn wie folgt: Er war ein guter Junge. Er hatte nie Ärger gemacht. Einfach ein lustiger Typ. Der gleiche Freund postet auf Facebook, nachdem die Nachricht bekannt wurde, dass es sich um Aguilar handelt: Ruhe in Frieden, Darian. Ich konnte es nicht glauben, dass du der Schütze warst. Vor einem halben Jahr chillten wir zusammen in der Schule und lachten über unsere Zukunft. Aber musste es so enden? Unter diesem Post fanden sich viele alte Mitschüler von Aguilar, die von der Nachricht genauso geschockt waren. Die Polizei hingegen fand in ihren Ermittlungen einen ganz anderen Menschen. So schrieb Aguilar über ein Jahr mehrere Einträge in sein Tagebuch, wie unzufrieden er mit seinem Leben sei und wie sehr er andere Menschen hasst. Sein letzter Eintrag in seinem Tagebuch war: Ich werde euch alle in ein paar Stunden töten. Ihr verdient es alle zu sterben. Ihr seid alle wertlos. Es kommt mir alles so unecht vor. Vielleicht bin ich schon tot. Am Morgen des 25. Januar 2014, gegen 10.15 Uhr, lässt sich Aguilar mit einem Taxi zu dem Einkaufszentrum von Columbia bringen. In seinem Rucksack befindet sich eine auseinandergebaute Schrotflinte mit ca. 90 Schuss Munition. Er begab sich in den unteren Teil des Einkaufszentrums, um dort ca. eine Stunde zu verbringen und etwas zu essen. Anschließend begab er sich in einen Skateboardladen. Er ging in die Umkleide, baute seine Waffe zusammen und begann um 11.14 Uhr zu schießen. Er erschoss zwei Angestellte des Ladens. Nachdem er das Personal erschossen hatte, schoss er weiter wahllos auf Besucher des Einkaufszentrums. Dabei verletzte er fünf weitere Personen, bis er sich schlussendlich selbst in den Kopf schoss. Als die Polizei eintraf, wurden an Aguilar zwei angebrachte Bomben gefunden, die allerdings nicht explodierten und von der Polizei entschärft werden konnten. Bei der Untersuchung der Polizei wurde schnell klar, dass Aguilar seinen Mitmenschen nur etwas vorspielte und sein Leben im Inneren ganz anders aussah. So war er auf Internetseiten aktiv, die sich mit psychischer Gesundheit auseinandersetzten. Er besuchte im Jahr 2013 einen Arzt. Dort gab er an, Stimmen zu hören. Dieser Arzt gab ihm den dringlichen Rat, eine Psychiatrie aufzusuchen, um sich dort Hilfe zu holen. Dies tat er allerdings nie. Die Polizei fand in seinem Internetverlauf tausende Suchen, welche sich mit Amokläufern auseinandersetzten. Besonders die Columbine-Täter hatten es ihm angetan. Zudem gab die Polizei bekannt, dass die Uhrzeit kein Zufall war, sondern er versuchte, die Zeit mit dem Columbine Highschool-Massaker anzupassen. Nur wenige Sekunden vor dem Amoklauf postete er ein Bild auf Tumblr, in welchem er wie Eric Harris gekleidet war. Pekka Erik Auvinen wurde am 4. Juni 1989 in Tuusula, Finnland, als Sohn von zwei lokal bekannten Musikern geboren. In der Schule war er dafür bekannt, ein sehr guter Schüler zu sein, der stets gute Noten nach Hause brachte. Allerdings sein Sozialleben in der Schule sah anders aus. Er war ein Einzelgänger, ohne Freunde. Es ging sogar so weit, dass er regelmäßig in der Schule gemobbt wurde. Aus Schulakten geht hervor, dass sich Mitschüler regelmäßig über ihn beschwert haben, da er ihnen mehrfach gedroht habe, dass sie in einer weißen Revolution sterben würden. Circa ein Jahr vor seiner Tat suchten Auvins Eltern Hilfe. Auch sie bekamen mit, wie sich das Verhalten ihres Sohns immer mehr veränderte und er den Eindruck erweckte, psychische Hilfe zu benötigen. Bei einer ärztlichen Beratung bekam Auvin Antidepressiva verschrieben. Seine Eltern wäre es lieber gewesen, ihren Sohn in eine Klinik aufzunehmen, um ihn dort behandeln zu lassen. Allerdings wurde dies von dem Arzt abgeschmettert, da seine Symptome zu leicht wären, um eine stationäre Behandlung in Frage kommen zu lassen. Auvinen, der den Großteil seiner Freizeit zu Hause verbrachte, fing an, YouTube-Videos ins Netz zu stellen. Vorerst nicht von sich, sondern Zusammenschnitte unter anderem von dem Columbine High School Massaker. Als er dann im Oktober 2007 seine Waffenlizenz erhält, stellt er Videos von sich ins Internet, wo er seine Waffen präsentiert.
Ein anderer YouTuber, der auf Auvilins Channel aufmerksam wurde, erstellte ein Video, in welchem er über gefährliche Leute auf YouTube berichtet. Dort fällt auch der Name Pekka Erik Auvinen. Auch die Kommentare unter seinen YouTube-Videos schienen einige Leute zu besorgen. So schreibt ein User unter einer seiner Waffenvorstellungsvideos: "Wow, du hast deinen Waffen einen Namen gegeben? Du wirst immer mehr zu Eric." Gemeint ist natürlich Eric Harris. Leider reichten all diese Anzeichen nicht, um das Geschehene zu verhindern. Am 7. November 2007 um 9.30 Uhr lud er das letzte Video auf YouTube hoch. Es zeigt ein Bild von seiner Schule, anschließend ein Bild von ihm, wie er mit einer Pistole posiert. Der Titel des Videos: Jokela High School Massacre, 11.07.2007. Nur wenige Stunden danach, um 11.40 Uhr, betrat der zu dem Zeitpunkt 18-jährige Auvinen das Schulgebäude. Er erschoss sofort den ersten Schüler im Erdgeschoss des Flures. Anschließend ging er auf die Toilette des Gebäudes, um dort zwei weitere Schüler zu erschießen. Als andere Schüler das erste Opfer im Flur gefunden hatten, gingen sie davon aus, dass er gestürzt sei und eine starke blutende Kopfverletzung hatte. Diese Schüler verständigten umgehend die Krankenschwester der Schule. Als Auvin die Toilette verließ, erschoss er eine Schülerin, die sich direkt davor befand. Die Krankenschwester, die mittlerweile bei dem ersten Opfer angekommen war, bemerkte sofort, was vor sich ging und versuchte zu fliehen. Auvin konnte sie und einen weiteren Schüler allerdings einholen und erschoss beide. Als die Rektorin der Schule mitbekam, was in der Schule vor sich ging, gab sie über die Lautsprecher die Ansage durch, welche den Schülern befahl, sich in den Klassenzimmern zu verbarrikadieren. Auvinen, der die Ansage natürlich auch mitbekam, feuerte aus Frust 53 Schüsse durch die Gegend auf Türen, Fenster und Wände. Anschließend ging er in den zweiten Stock der Schule, wo er zwei Schüler traf, die auf einer Bank im Flur saßen. Einer der beiden konnte flüchten, der andere allerdings wurde getötet. Er ging zurück in den ersten Stock, wo er versuchte, in die Cafeteria der Schule zu kommen. Als er es nicht schaffte, schoss er mehrfach durch die Glastür, wobei allerdings niemand körperlich verletzt wurde. Anschließend verließ er das Schulgebäude und traf draußen auf die Rektorin, die mittlerweile die Schule verlassen hatte und versuchte, Rettungswägen einzuweisen. Sie versuchte, den Täter zur Aufgabe zu überreden. Dieser allerdings richtete sie regelrecht mit 7 Schüssen hin. Als er das Schulgebäude wieder betrat, gelang es ihm, in eins der Klassenzimmer zu kommen. Dort versuchte er, die Schüler davon zu überzeugen, sich ihm anzuschließen und die Schule zu zerstören. Er schoss noch auf einem Klassenzimmer befindlichen Fernseher und verließ wieder den Klassenraum. Nachdem die Polizei eingetroffen war, eröffnete er auf diese das Feuer. Bei diesem Schusswechsel wurde allerdings niemand getroffen. Um 12.04 Uhr ging er Richtung Toiletten, um sich dort selbst das Leben zu nehmen. Er schoss sich mit einer Waffe in den Kopf. Allerdings verstarb er nicht sofort. Er wurde mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht und verstarb 10 Stunden, nachdem er sich versuchte, das Leben zu nehmen. Bei dem gesamten Amoklauf wurden 8 unschuldige Menschen getötet. Die Verbindung zum Columbine High School Shooting ist hier ganz klar. Nicht nur stellte er Videos über Harris und Klebold ins Netz, auch trug er beim Amoklauf ein T-Shirt mit dem gleichen Schriftzug wie Harris: Natürliche Selektion. Auch das letzte Video, was er online stellte, war ein klarer Hinweis auf die Täter. Er hinterlegte es mit dem Lieblingssong von Eric Harris. José Reyes wurde am 2. Juli 2001 in Reno, Nevada, USA geboren und war zu dem Zeitpunkt des von ihm verübten Amoklaufs gerade einmal 12 Jahre alt. Ich bin euch ehrlich, es fällt mir sehr schwer, über einen 12-jährigen Täter zu sprechen, der so eine schlimme Tat angerichtet hat. Fühlt sich irgendwie nicht richtig an, in seinem Leben rumzusuchen und ihn als Killer darzustellen. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass es wichtig ist, auch über den Fall zu schreiben. Ich werde also kurz stichpunktartig Informationen ansprechen, die für den Fall relevant sind, welche sein Leben betreffen halt. Am Anfang des Jahres 2012 wurde Josés Vater verurteilt, da er seinen Sohn geschlagen hat. José hat Mobbing-Erfahrungen in der Schule gemacht, zudem war er ein sehr ruhiger Schüler. Er hatte laut Aussagen von Mitschülern keine Freunde. 3 Tage vor der Tat war sein Vater mit ihm beim Psychiater, welcher ihm Medikamente verschrieb. Und José hatte eine Art von Autismus, welche genau konnte ich nicht herausfinden. Laut Aussagen des Vaters war der 21. Oktober 2012 ein ganz normaler Morgen. Er habe seinen Sohn vor der Arbeit mit einem Kuss auf die Stirn geweckt
und ihm gesagt, dass er ihn lieben würde. Nachdem José antwortete, ich liebe dich auch, sei er rüber in das Schlafzimmer seiner Eltern gegangen, um dort seine Mutter zu wecken. Nachdem die beiden gekuschelt hatten, brachte sie José zur Schule. An der Schule angekommen, sagte er seiner Mutter, dass der Chemielehrer ihm gesagt hätte, er solle seine Airsoft-Waffe mit zur Schule bringen. Seine Mutter verbot es ihm und sagte ihm, dass der Lehrer eine Benachrichtigung schreiben sollte, falls es stimmt. José sprang aus dem Auto, verabschiedete sich und ging zu dem Schulgelände. Im Rucksack eine semiautomatische Pistole. Um 7.15 Uhr dann ging José zu einer Gruppe von Schülern. Er ging direkt auf sie zu und schrie sie an. Warum macht ihr euch über mich lustig? Warum lacht ihr mich aus? Und zog eine Waffe aus seinem Rucksack. Er schoss auf einen der Schüler und traf ihn in der Schulter. Anschließend zielte er auf weitere Schüler der Gruppe, drückte aber nicht ab. Als sein Lehrer mitbekam, was passierte, versuchte er José davon zu überzeugen, die Waffe fallen zu lassen. José aber zielte auf ihn und drückte ab. Der Lehrer ging sofort zu Boden. Ein 12-jähriger Schüler des angeschossenen Lehrers eilte zu ihm und versuchte, seinen Lehrer zu helfen. José allerdings eröffnete auch das Feuer auf ihn und traf ihn dabei in den Bauch. Der 12-jährige konnte gerade so fliehen. José erschoss sich danach selbst. Bei dem Amoklauf wurde der Mathelehrer und José Reynas getötet. Die beiden angeschossenen Schüler überlebten den Angriff. Bei den Ermittlungen der Polizei wurden auf Josés Handy mehrere Bilder der Täter sowie Opfer vom Columbine High School Massaker gefunden. Auch auf seinem Computer wurden mehrere Suchverläufe zu Eric Harris und Dylan Klebold gefunden. Zudem fand man auf seinem PC das Spiel Super Columbine High School Massacre RPG. Er hinterließ zwei Abschiedsbriefe, einen an seine Eltern und einen für seine Schule. Tristan van der Vils wurde am 13. Juni 1986 in den Niederlanden geboren. Bis zu seiner Tat lebte der 24-Jährige bei seinen stark christlich geprägten Eltern. Über seine Kindheit ist kaum etwas bekannt. Allerdings gibt es einige Informationen über seine Jugend und sein Erwachsenenleben. Im Alter von 15 wurde er Mitglied des Schützenvereins. Ungefähr zur gleichen Zeit fing er auch an, Schizophrenie zu entwickeln. In dieser Zeit fing er immer mehr an, sich von seiner Außenwelt abzukapseln. Scheinbar dort kam er auch auf die Idee, sich mit einem Ouija-Board und anderen Gegenständen, die dafür bekannt sind, sich mit der Geisterwelt in Verbindung setzen zu können, Kontakt zu Geistern aufzubauen, was scheinbar in seinem Fall auch funktionierte. Im Alter von 20 Jahren versuchte er, sich zum ersten Mal das Leben zu nehmen. Nachdem er 10 Tage im Krankenhaus verbrachte, wurde er entlassen. Aus dem Abschiedsbrief dieses Suizidversuchs geht hervor, dass van der Vils wütend auf Gott war und sich von ihm abgelehnt fühlte. 2 Jahre später versuchte er, sich erneut das Leben zu nehmen. Es gelang ihm wieder nicht. Trotz seiner klar dokumentierten psychischen Verfassung erhielt er am Anfang im Jahr 2008 mit 22 eine Waffenlizenz. Als er sich mit dem Columbine-Massaker auseinandersetzte, wurde seine Wut auf Gott immer größer. Er fing an, über ein Ouija-Board mit den beiden Tätern zu kommunizieren. Als er dann noch kurz vor der Tat seinen Job verlor, brach alles zusammen. Am 9. April 2011. Fuhr er zur Ridderhof Mall, ein recht kleines Einkaufszentrum. Bewaffnet mit 2 Revolvern und 2 Maschinenpistolen und gekleidet mit einer schusssicheren Weste, stieg er um 12.08 Uhr aus dem Auto auf dem Parkplatz der Ridderhof Mall und eröffnete das Feuer am Haupteingang des Einkaufszentrums. Anschließend ging er in das Gebäude, um dort wahllos in die Menschenmenge zu schießen. Vom ersten bis zum letzten Schuss vergingen nur 3 Minuten und 30 Sekunden. In dieser Zeit hatte van der Vils 6 Menschen umgebracht und 17 weitere verletzt, darunter 2 Kinder. Van der Vils schoss sich nach seiner Tat in den Kopf und verstarb an Ort und Stelle. Als die Polizei eintraf, war alles schon vorbei. Bei der Untersuchung von seinem Auto wurde allerdings ein Zettel gefunden, in welchen er angab, noch 3 Bomben in anderen Kaufhäusern platziert zu haben. Nachdem die genannten Kaufhäuser evakuiert wurden, konnte allerdings kein Sprengsatz gefunden werden. Die Uhrzeit und das Datum des Amoklaufs waren nicht rein zufällig gewählt. Der 9. April 2011 wäre der 30. Geburtstag von Eric Harris gewesen. Und die Uhrzeit, 12.08 Uhr, wurde aus dem Grund gewählt, da sich die beiden Täter zu diesem Zeitpunkt in der Bibliothek erschossen haben. Er hinterließ seinen Eltern einen Abschiedsbrief, in welchem er beschrieb, dass er sie mit dem Amoklauf nicht verletzen wolle. Zudem wurde in seinen Unterlagen ein Manifestum gefunden.
Dies wurde aber nie veröffentlicht. Man kann aber klar davon ausgehen, dass in diesem Schreiben Klebold und Harris erwähnt wurden. Anders als bei allen anderen Fällen, außer den Columbine-Tätern, handelt es sich bei diesem Amoklauf um zwei Täter, Guillermo Monterio und Luis de Castro. Monterio wurde am 5. Juli 2001 geboren und war zu dem Zeitpunkt des Amoklaufs 17 Jahre alt. De Castro wurde am 16. März 1993 geboren und war bereits 25 Jahre. Die beiden Täter wuchsen auf der gleichen Straße in São Paulo, Brasilien auf und waren bereits seit ihrer Kindheit Freunde. Monterio war ein Problemkind. Er kam früh mit Drogen in Kontakt. Da er auf seine Mutter nicht mehr hörte, zog er bei seiner Großmutter ein. Zudem wurde er ein Jahr vor dem Amoklauf der Schule verwiesen. De Castro war das Nesthäkchen seiner Familie. Er hatte drei ältere Brüder. Nach Aussagen des Vaters wurde De Castro von seiner Mutter regelrecht verwöhnt. Nach seiner Schulzeit ging er nicht arbeiten, sondern lebte von dem Geld seiner Eltern. Seinen ersten Job fing er mit 25 an. Er arbeitete circa ein Jahr als Paketzusteller. Trotz des immensen Altersunterschieds der beiden von 8 Jahren war laut Aussagen der Polizei Monterio der, der den Anschlag plante und De Castro nur als Hilfsmittel nutzte, um zum Beispiel die Waffen zu besorgen. Bevor die beiden an der Schule ankamen, machten sie sich auf den Weg zu Monterios Onkel, der einen Gebrauchtwagenladen besaß. Dort angekommen, erschossen sie ihn. Hintergrund dafür schien es gewesen zu sein, dass Monterio kurze Zeit zuvor noch bei seinem Onkel arbeitete. Er ihn allerdings feuerte, da er immer wieder Sachen gestohlen hatte. Die beiden Täter stahlen anschließend ein Auto und machten sich auf den Weg zur Schule. Auf Überwachungskameraaufnahmen ist zu sehen, wie Monterio um 9.40 Uhr den Haupteingang der Schule betritt, sich von einer Gruppe von Schülern wegdreht, einen Revolver zieht, sich umdreht und wie wild in die Menschengruppe schießt. Hierbei werden mindestens 3 Menschen getötet. Nachdem er scheinbar das Magazin geleert hatte, läuft er den flüchtenden Schülern in den Pausenhof nach. Kurz danach betritt De Castro den Haupteingang. Er zieht eine Machete und schlägt auf die am Boden liegenden Opfer ein. Einige Schüler kommen vom Pausenhof zurück in den Haupteingangsbereich gerannt. De Castro versucht auf die anstürmende Menge mit einer Machete einzuschlagen. Anhand der Aufnahmen, die ich gesehen habe, wird keiner der Schüler dabei schwer verletzt. Hier endet die Aufnahme der Überwachungskamera. Scheinbar vereinen sich die beiden Täter anschließend und erschießen weitere 4 Menschen, darunter 2 Schüler und 2 Schulangestellte. Die Polizei ist schnell vor Ort, da sie schon zu dem nahegelegenen Gebrauchtwagenhof des Onkels gerufen wurden, nachdem Anwohner Schüsse gehört hatten. Nachdem die Polizei das Gebäude betreten hatte, fanden sie einen Bogen, Molotow-Cocktails und eine Tasche, die verkabelt wurde, welche als Bombenattrappe dienen sollte. Im oberen Teil des Schulgebäudes finden sie dann die beiden Täter tot vor. Monterio hatte De Castro wissentlich, wie auf WhatsApp-Nachrichten hervorgeht, in den Kopf geschossen und sich anschließend selber das Leben genommen. Aus Polizeiberichten geht hervor, dass das Motiv der beiden gewesen war, mehr Menschen als beim Columbine High School Massaker zu töten und nach ihrer Vorstellung mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Bei dem gesamten Amoklauf wurden 8 Menschen getötet, darunter 5 Minderjährige im Alter von 15 bis 17 Jahren. Stephen Philip Kasmitschak wurde am 26. August 1980 in Illinois, den USA, geboren. Kasmitschaks Kindheit, Jugend und auch sein Erwachsenenleben waren von psychischen Krankheiten geprägt. Schon in seiner Jugend wurde er von seinen Eltern in eine Psychiatrie eingewiesen, aufgrund seines Verhaltens zu Hause. Dort wurde er mit einer schizoaffektiven Störung diagnostiziert. Eine schizoaffektive Störung ist eine Störung des Denkens, Fühlens und Handelns. Dabei mischen sich schizophrene Symptome abwechselnd oder gleichzeitig mit dem Symptom der Depression oder Manie. Kasmitschak war während seiner Jugend mindestens 6-mal in Psychiatrien, um seinen Gesundheitszustand behandeln zu lassen. Nachdem er im Jahr 1998 erfolgreich seine Highschool abgeschlossen hatte, ging er zu der US Army, wo er allerdings nach nicht mal 6 Monaten entlassen wurde, da er über seine Vergangenheit und seine Erkrankung gelogen hatte. So begann er ein Studium an der Northern Illinois University, kurz NIU. Der Ort, wo auch der Amoklauf stattfinden sollte. Dort studierte er Soziologie. Das Studium beendete er im Jahr 2006.
Er war ein ausgezeichneter Schüler, so wurde er im Jahr 2006 mit dem Dean Award ausgezeichnet, eine Auszeichnung, die nur die besten Studenten des Jahres bekommen. Auch im Jahr 2006 war er Co-Autor einer wissenschaftlichen Arbeit, welche im Akademie Journal veröffentlicht wurde. Mitschüler, Professoren und Personal des NIU beschrieben ihn als unauffällige, lockere Person. Es schien so, als ob er nach seiner wackeligen Jugend sein Leben komplett unter Kontrolle hatte. Doch am 14. Februar 2008 brach alles zusammen. Um 15.05 Uhr betrat er den Hörsaal 101 mit einem Mantel bekleidet und einem T-Shirt, auf dem das Wort Terrorist abgedruckt war. Bewaffnet mit 3 Pistolen und einer Schrotflinte schoss er wahllos auf die ca. 120 Studenten im Hörsaal. Viele Studenten standen unter Schock und versuchten sich unter den Sitzen zu verstecken. Als er das dritte Magazin der Pistole entleert hatte, riefen einige Schüler, dass er nachladen würde, und so versuchten viele zu flüchten, nachdem er 6-mal mit seiner Schrotflinte in die flüchtende Menge geschossen hatte. Ging er vorne zum Podest des Hörsaals, um von dort auf die sich versteckenden Schüler zu schießen. Anschließend erschoss Kasmirczek sich selbst. Als die Polizei eintraf, wurden insgesamt 54 Patronenhülsen gefunden. Bei dem Amoklauf wurden 5 unschuldige Menschen getötet und 17 teilweise schwer verletzt. Das genaue Motiv ist bis heute unklar, allerdings gibt es ein paar Anhaltspunkte. So versuchte er sich mindestens 8-mal das Leben zu nehmen. Wann der letzte Suizidversuch stattfand, konnte ich leider nicht herausfinden. Außerdem gab seine Freundin zu dem Zeitpunkt ein Interview, wo sie davon berichtet, dass Kasmirczek ca. 3 Wochen vor der Tat aufhörte, seine Medikamente zu nehmen. Sie selbst beschrieb ihn als liebevollen Freund und dass er keinerlei Anzeichen gemacht habe, dass er so eine Tat planen würde. Kasmirczek hatte sich vor der Tat intensiv mit dem Columbine High School Massaker auseinandergesetzt. Er selber hinterließ nur seiner Freundin einen Abschiedsbrief, welcher allerdings auch kein Motiv aufzeigt. Nicholas Jacob Cruz wurde am 24. September 1998 in Florida, den USA, geboren. Seine leibliche Mutter wurde, als sie 6 Monate schwanger mit Cruz war, dabei erwischt, wie sie harte Drogen kaufen wollte. Laut Aussagen Cruz leiblicher Schwester nahm sie starke Drogen und trank Alkohol, während sie mit Nicholas schwanger war. Nach seiner Geburt wurde er direkt zur Adoption freigegeben. Im Alter von 3 Jahren wurde er und sein Halbbruder dann von Linda und Roger Cruz adoptiert. Als er gerade einmal 6 Jahre alt war, starb sein Adoptivvater an einem Herzinfarkt. Linda Cruz zog von nun an die beiden Kinder alleine groß. Cruz zeigte schon sehr früh Verhaltensauffälligkeiten und wurde über seine Kindheit und Jugend mit vielen psychischen Krankheiten diagnostiziert, darunter Hyperaktivität und Autismus. Er wurde medikamentös eingestellt, was allerdings nicht viel brachte, denn in der Zeit, die er bei seiner Adoptivmutter lebte, rief sie mindestens 23 Mal die Polizei, weil Cruz regelrecht durchdrehte oder sie bedrohte. Trotz oder gerade weil er ein schwieriges Kind war, versuchte Linda alles, um ihn auf die richtige Bahn zu lenken. Doch umso älter er wurde, umso gewalttätiger wurde sein Verhalten. So rief sie 2-mal die Polizei an, da Cruz sie angegriffen hatte. Einmal verprügelte er seine Mutter mit einem Rohr eines Staubsaugers. Auch das Verhältnis zu seinem Halbbruder war nicht besser. So kam es zwischen den beiden auch immer wieder zu Prügeleien. Cruz' Verhalten in der Schule war nicht weniger von Aggressivität geprägt. So musste er mehrfach die Schule wechseln. Er bedrohte auch mehrfach Schüler, dass er sie umbringen würde und gab immer wieder rassistische Kommentare ab. Im November 2017, als er 19 Jahre alt war, starb seine Adoptivmutter. Er und sein Halbbruder kamen bei Familienfreunden unter. Dort dauerte es nicht mal 1 Monat, bis er von der Familie rausgeworfen wurde. Da er zu diesem Zeitpunkt bereits eine Waffe besaß, bekam er das Ultimatum gestellt, entweder seine Waffe loszuwerden oder ausziehen zu müssen. Er entschied sich, seine Waffe zu behalten und kam von nun an erstmal bei Freunden unter. In dieser Zeit wurde Cruz mehrfach bei der Polizei gemeldet, aufgrund von verstörenden Social Media Posts. Am 5. Januar 2018 wurde er direkt bei dem FBI gemeldet. Eine Person, die Cruz nahestand, sagte dem FBI, dass er eine Waffe besitzen würde und er davon ausgeht, dass er einen Amoklauf planen könnte. Diese Informationen wurden allerdings nicht an die richtige Polizeibehörde weitergeleitet und somit hat nie eine richtige Untersuchung von Nicholas Cruz stattgefunden.
Auf den Monat genau ein Jahr zuvor, im Februar 2017, kaufte sich Cruise ein AR-15 Sturmgewehr. Am 14. Februar 2018, im Alter von 19 Jahren, ging er mit dieser bewaffnet zur Stone Douglas High School und betrat um 14.21 Uhr das dreistöckige Gebäude. Er bereitete seine Waffe vor. In diesem Moment kam ihm im Treppenhaus ein Schüler entgegen. Diesen sagte Cruise: "Du haust so schnell wie möglich ab, gleich wird's eklig hier." Wenige Sekunden danach ging Cruise auf den Flur und schoss auf die herumstehenden Lehrer wie Schüler. Im Flur wurden drei Schüler getötet. Anschließend ging er zu vier unterschiedlichen Klassenräumen und schoss dort gezielt durch die Türen. In den verschiedenen Klassenräumen starben sechs weitere Menschen und 13 wurden teilweise schwer verletzt. Auf dem Weg in den zweiten Stock im Treppenhaus erschoss er zwei weitere Lehrkräfte. Angekommen im zweiten Stock versuchte er erneut, Menschen durch die Türen zu erschießen, allerdings gelang es ihm nicht und er machte sich auf den Weg in den dritten Stock. Dort angekommen erschoss er im Flur fünf weitere Schüler und einen Lehrer. Cruise versuchte im Anschluss, durch ein kugelsicheres Fenster auf fliehende Schüler im Hof zu schießen, was ihm allerdings nicht gelang. Nachdem seine Waffe sich verkeilt hatte, legte er sie ab und tat so, als ob er zu den flüchtenden Schülern gehören würde. Und so gelang ihm vorerst die Flucht. Nach circa anderthalb Stunden allerdings wurde er von der Polizei aufgefasst und festgenommen. Alles in allem dauerte der Amoklauf von der ersten bis zur letzten Kugel 7 Minuten. Dabei sind 17 Menschen, darunter 11 Jugendliche, ermordet worden und 17 weitere wurden verletzt. Anders als bei allen anderen behandelten Amokläufen überlebte Nicholas Cruise das Schulmassaker, was natürlich dazu führte, dass er eine Gerichtsverhandlung bekam. Bei dieser wurden einige Sachen bekannt. Cruise dachte bereits im Alter von 13 Jahren darüber nach, einen Schulamoklauf zu begehen, was dazu führte, dass er sich mehrere Jahre mit Amokläufen auseinandersetzte. Er gab in einem Gespräch mit einem Psychologen bekannt, dass er die Taten von anderen Amokläufern studiert und versucht hatte, Fehler zu analysieren, insbesondere das Columbine High School Massaker. Zudem wurde sein Google-Suchverlauf teilweise offengelegt. Er suchte zum Beispiel Sachen wie: Wie werde ich zum Massenmörder? Er suchte auch nach Kinderpornografie. Am 27. Juni 2022 wurde bislang die letzte Gerichtsverhandlung zum Parkland High School Shooting geführt. Bei diesem wurde Cruise am 2. November 2022 zu einer 34-mal lebenslangen Strafe verurteilt, einmal lebenslänglich für jedes Opfer, welches er verwundet oder getötet hat. Über Artem Kasantsev ist nur sehr wenig bekannt. Das könnte daran liegen, dass es mit Abstand der aktuellste Fall auf dieser Liste ist. Die Attacke fand nämlich am 26. September 2022 statt. Dennoch ist es mir wichtig, den Fall von Kasantsev mit in die Liste hineinzunehmen, da es zeigt, dass der Amoklauf der Columbine High School immer noch seine Auswirkungen hat. Ich werde natürlich die Informationen, die ich über Artem Kasantsev gesammelt habe, trotzdem einmal zusammenfassen. Kasantsev wurde im Jahr 1988 geboren und war bei dem Amoklauf 34 Jahre alt. Seinen Schulabschluss machte er auf derselben Schule, welche auch der Ziel seines Amoklaufs werden sollte. Zudem war er bekennender Nazi und war zu dem Zeitpunkt der Tat bereits in psychischer Behandlung und litt unter Schizophrenie. Kasantsev betrat um 10.52 Uhr die Schule Nummer 88 in Jezewsk, Russland, welche von der 1. bis zur 10. Klasse unterrichtet. Bewaffnet mit zwei Pistolen und übergezogener Sturmhaube ging er durch das Erdgeschoss des Schulgebäudes, ohne auf jemanden zu treffen. Als er den ersten Stock der Schule betrat, feuerte er die ersten Schüsse ab. Kasantsev machte sich auf den Weg ins Sekretariat, wo er vier Schulangestellte erschoss und fünf weitere verletzte. Anschließend ging er in die Bibliothek und erschoss dort eine Person und verletzte vier weitere. Danach machte er sich auf den Weg in die verschiedenen Klassenräume der Schule. Dort schoss er gezielt auf jeden. An Räumen, wo die Tür bereits abgeschlossen wurde, schoss er einfach das Schloss auf und tötete zum Großteil Kinder in den Klassenräumen. Nachdem er in zwei Klassenräumen gezielt auf alle sich in dem Raum befindlichen Menschen geschossen hatte, schoss er nun nur noch vereinzelt auf Leute in Klassenräumen. Teilweise schoss er in die Luft oder auf Gegenstände. Nachdem er scheinbar seinen Amoklauf beendet hatte, machte er sich zurück auf den Weg zur Bibliothek und schoss sich dort angekommen selbst in den Kopf.
Nicht nur, dass er die Bibliothek gezielt als Suizidort gewählt hatte, wie es schon Harris und Klebold taten, er beschriftete auch seine beiden Pistolen mit den Worten Columbine und die andere mit den beiden Vornamen der Columbine-Täter, Eric und Dylan. Bei diesem Amoklauf sind 17 unschuldige Menschen umgebracht worden, darunter 13 Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren. Weitere 24, auch zum Großteil Kinder, wurden verletzt. Seong-ho Cho wurde am 18. Januar 1984 in Südkorea geboren. Im Alter von 8 Jahren zogen seine Eltern dann nach Virginia, USA. Cho war ein sehr ruhiges und zurückgezogenes Kind. Er war sogar so ruhig, dass Familienmitglieder sich sorgten, dass er eine Art psychische Krankheit oder Behinderung haben könnte, die dafür sorgt, dass er nicht sprechen könnte. In seiner Highschool war er auch dafür bekannt, kaum zu sprechen. Wenn er mal auf eine Frage antwortete, wurde er von seinen Mitschülern dafür aufgezogen. Er war in der 8. Klasse, als am 20. April 1999 der Amoklauf an der Columbine High School stattfand. Als er in den Nachrichten davon erfahren hatte, war er wie gefesselt von dem Thema. Als immer mehr Informationen über die beiden Täter, Harris und Klebold, bekannt wurden, sagte er vor seiner Schwester, dass man Columbine wiederholen müsste. Seine Schwester gab sofort ihren Eltern Bescheid. Und diese sorgten für einen Termin in einer Psychiatrie. Dort wurde Cho mit selektivem Mutismus diagnostiziert, eine psychische Krankheit, die dafür sorgt, dass der Betroffene in bestimmten Situationen, meist verbunden mit Sozialphobie, weder hören noch sprechen kann. Von nun an wurde er psychologisch behandelt. Durch seine Eltern, Lehrer wie psychischer Behandlung schaffte er einen guten Highschool-Abschluss. Im Alter von 17 Jahren brach er allerdings seine Behandlung ab. Durch seine guten Noten konnte er die Virginia Polytech Institute and State University besuchen, kurz Virginia Tech. Dort zog er in ein Studentenwohnheim. Von nun an verschlechterte sich sein psychischer Zustand. Er hatte so gut wie mit niemandem Kontakt und fing an, Papiere, die er unterzeichnen musste, mit einem Fragezeichen zu unterschreiben. Zudem machte er in Vorlesungen Fotos von den Beinen und Füßen von Mitschülerinnen. Nachdem er dabei erwischt wurde, stellte man die Nachfrage bei der Schulleitung, ob Cho des Kurses verwiesen werden könnte. Dies wurde allerdings abgelehnt. Nachdem er seinen Mitbewohner damit drohte, sich umzubringen, wurde er in eine Psychiatrie eingeliefert. Diese konnte er aber nach wenigen Stunden wieder verlassen. Circa ein Jahr nach diesem Vorfall und weiteren auffälligen Verhalten kaufte Cho sich zwei Handfeuerwaffen und fing an, Bilder und Videos vorzubereiten, die er am Tag des Amoklaufs an einen Nachrichtensender schicken würde. Circa zwei Monate nach dem Kauf der Waffen machte sich Cho am 16. April 2007 im Alter von 23 Jahren um 7.15 Uhr auf dem Weg zur Virginia Tech West Hall. Dort erschießt er Emily Hilscher. Die 18-Jährige hatte in der Vergangenheit Chos Annäherungsversuche abgewiesen. Scheinbar war das der Grund, warum sie sterben musste. Kurz danach erschießt Cho den nächsten Schüler, der die Schüsse gehört hatte und sich auf dem Weg zu Emily machte, um zu helfen. Nachdem Cho die beiden Schüler erschossen hatte, machte er sich auf den Weg in sein Zimmer, wo er seinen E-Mail-Verlauf löschte, seine Festplatte aus dem PC entfernte, sich umzog und sich anschließend auf den Weg zur Poststation machte. Wie eben schon erwähnt, schickte er Bilder und Videos und auch ein Manifest kurz vor seiner Tat zu dem Nachrichtensender NBC. Zur gleichen Zeit wurden die zwei Leichen in der West Hall gefunden. Gegen 9 Uhr macht Cho sich auf den Weg zur Norris Hall, ein anderer Bereich der Universität. Dort angekommen, zog er sich eine kugelsichere Weste an und verschloss hinter sich den Haupteingang mit einer Eisenkette. Er hält sich noch ca. 40 Minuten in dem Gebäude auf und schaut in verschiedene Klassenräume, bis er dann um 9.40 Uhr das Feuer eröffnet. Im ersten Klassenzimmer tötet er 9 von den 13 anwesenden Menschen. Von nun an geht er von Raum zu Raum und schießt auf jeden, den er zu Gesicht bekommt. Einige Schüler sowie Lehrer können über die Fenster fliehen. Andere versuchen, die Türen mit Tischen und Stühlen zu blockieren. Cho tötet dennoch weitere 21 Menschen, bis er sich schlussendlich in einem Klassenzimmer selbst hinrichtet. An diesem Tag sind in der Virginia Tech 32 unschuldige Menschen gestorben. In seinem Manifest stellt er sich, Harris und Klebold als Märtyrer dar. Zudem erwähnt er sie als Brüder im Geiste, die genauso gelitten hätten wie er und keinen anderen Ausweg gesehen hätten. Adam Lanza wurde am 22. April 1992 in Kingston, den USA, geboren.
Schon in seinen ersten drei Lebensjahren zeigte Lanza Auffälligkeiten. So fing er erst an, mit 3 Jahren sein erstes Wort zu sagen. Als er dann in die Vorschule kam, entwickelte er sensorische Integration, welche dazu führt, dass man Umweltreize nicht richtig wahrnehmen kann. Im Fall von Lanza wurde es bemerkt, da er Gerüche wahrnahm, die für die Erzieher im Kindergarten nicht zu riechen waren. Zudem wird berichtet, dass er eine Art Zwangsstörung im Kindergartenalter entwickelte, da er sich immer wieder die Hände waschen wollte. Außerhalb dieser Auffälligkeiten war sein Grundschulleben ganz normal. Er hatte Freunde, spielte in den Pausen und war ein guter Schüler. Im Alter von 10 Jahren trennten sich seine Eltern. Mit 11, als er in die 5. Klasse kam, änderte sich sein Sozialverhalten. Er schottete sich regelrecht ab. Er verbot seiner Mutter sogar, Geburtstagspartys zu organisieren. Ab dem Alter von 14 Jahren wurde er dann von seiner Mutter zu Hause unterrichtet. Lanza erfüllte sogar die Vorausgaben, um als homebound angesehen zu werden. Dies bedeutet so viel, dass er zu psychisch krank war, um eine normale Schule zu besuchen. Natürlich wurde er zu dieser Zeit auch ärztlich betreut. Ihm wurden Antidepressiva verschrieben, die er nach 3 Tagen aufhörte zu nehmen. Im Bericht des Arztes, der Lanza betreute, wurde geschrieben, dass das Verhalten von Lanzas Mutter dazu führen könnte, dass er sich noch mehr isolieren könnte. Als er dann im Jahr 2009 seine Schule beendete, wurde sein Verhalten zu Hause auch schlimmer. Er hörte auf, sein Zimmer zu verlassen und klebte seine Fenster mit dunkler Folie ab. Er hörte großteils auf, mit seiner Mutter zu reden. Den Kontakt zu seinem Vater brach er bereits im Jahr 2010 ab. Er verbrachte seine ganze Zeit vor dem Computer. Dort setzte er sich mit Massenmördern und Amokläufern auseinander. Er führte Tabellen, wo er mindestens 400 verschiedene Massenmörder aufführte, welche Waffen sie benutzen und wie viele Menschen sie umgebracht hatten und weitere Informationen. Zudem war er auch im Columbine-Forum aktiv. Vor circa 9 Monaten wurde der vermeintliche YouTube-Kanal von Adam Lanza gefunden. Dort sind mindestens 7 Stunden Audiomaterial zu finden, die ein deutlicheres Bild von Lanza zeichnen. Zudem veröffentlichte die Polizei vor einigen Jahren einige 1000 Seiten starke Berichte, darunter auch Dokumente, die im Besitz von Lanza und seiner Mutter waren. Dieses Thema, genauso wie die anderen Fälle, sind gigantisch. Leider kann ich hier nur einen kurzen Einblick auf die Täter geben. Vielleicht werde ich in Zukunft aber nochmal ein gesondertes Video zu Adam Lanza machen. Am 14. Dezember 2012, im Alter von 20 Jahren, um ca. 9.30 Uhr morgens, geht Adam Lanza in das Schlafzimmer seiner Mutter. Dort schießt er 4-mal in den Kopf, nimmt ihr Auto und macht sich auf den Weg, bewaffnet mit 2 Pistolen und einem Sturmgewehr zur Sandy Hooks Elementary School. Dort angekommen, zerschießt er die Fenster auf der rechten Seite neben der verschlossenen Eingangstür. Drinnen angekommen sieht er die Rektorin sowie die Schulpsychologin und eine Lehrerin und eröffnet sofort das Feuer. Die Rektorin sowie die Schulpsychologin werden sofort getötet. Die Lehrerin schafft es, angeschossen zu flüchten. Lanza schaut sich kurz im Sekretariat um, verlässt dieses aber recht schnell wieder und geht anschließend gezielt in den Bereich der Erstklässler. Was dann dort geschieht, ist an Grausamkeit nicht zu übertreffen. In 2 verschiedenen Klassenräumen tötet Lanza 6 Erwachsene und 20 Kinder im Alter von 6 bis 7 Jahren. Am Ende schießt er sich mit einer Pistole selber in den Kopf. Den genauen Tathergang erspare ich mir und euch jetzt einfach mal vorzulesen. Dennoch möchte ich mich bei jedem, der sich das Video bis zum Ende angeschaut hat, ganz herzlich bedanken. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich während der Aufnahme ein bisschen krank geworden. Ich hoffe, das hat dem ganzen Projekt keinen Abbruch getan und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiederhören. Und an die Leute, die meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, es tut mir echt ultra leid, dass ich so lange nichts hochgeladen habe, vor allen Dingen unkommentiert. Ich werde, wenn ich die Zeit finde, ein Video dazu aufnehmen, wo, warum und weshalb ich so lange weg war. Dies wird dann aber nicht auf dem Kanal hochgeladen, sondern auf einem gesonderten Kanal ungelistet, damit es echt nur die Leute erreicht, die es wirklich interessiert. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer hoffentlich bis nächste Woche. Danke und ciao.